Ihnen ein herzliches Willkommen an diesem sehr useligen Tag. Liebe Pia, deine Bilder haben ganz oft ganz fantasievolle Titel, die zum Teil auch an Gedichte von Oscar Pastor erinnern. Diese Ausstellung hier hast du genannt Weiß wird und Maser Zug. Was verbirgt sich dahinter? Verbergen weiß ich nicht, verbergen, es ist alles da. Also Weiß wird, also grundsätzlich muss ich sagen, sind Worterfindungen. Ich möchte nicht Titel oder Begriffe geben, die schon existieren oder mit denen man schon so viel verbindet. Also so ein kreativer Prozess. Weiß wird, also meine Bilder zeichnen sich ja aus, wie sie sehen, mit viel Weiß. Dass das Weiß also sozusagen auch mitgestaltet in dem Bild und nicht einfach nur als Untergrund dient. Das Weiß hat auch eine, sage ich mal, eine Funktion als malende Farbe. Aber das Weiß, weil es so viel ist, ist wie der Wirt. Der Wirt, der die anderen eben beherbergt. So. Der Weiß, das Weiß beherbergt alle anderen Farben, nimmt alle anderen auf, macht ihnen Platz, lässt sie zur Geltung kommen, gibt ihnen das Recht, eben sich selber zu zeigen. Das Weiß. Das ist der Weiß wird. Und dann der Maserzug. Also das ist jetzt wirklich speziell für diese Ausstellungen. Auf vielen Bildern sehen Sie ja die Maserung des Holzes. Und die Bilder, die sind ja alle auf Holz gemalt. Immer, also Ölfarben und Siebdruck auf Holz. Und Holz zeichnet sich ja eben, also zum Beispiel kann man ja das Alter an der Maserung des Holzes ablesen, wie alt ein Holz ist. Also man kann sozusagen das Wachstum, den Werdeprozess an dem Masern ablesen. Und so Maserzug spricht ja dann auch von einer Entwicklung oder von Zeit, die stattgefunden hat. Auf dem Holz, also beim Wachstum des Holzes. Und ich habe bei den Bildern eben nochmal ein Maser, also die Maserung des Holzes nochmal als flaches Abbild obendrauf gedruckt. Und deswegen Maserzug, also da ist ein Zug drin, eine Bewegung, eine Entwicklung, eine Zeit. Und Maser, das sieht man dann. Man sieht die Zeit. Man sieht die Entwicklung, also sind Worterfindungen, aber eigentlich ist es das, was schon da ist. Also es verbirgt sich nichts, es ist eigentlich das, was da ist. Es ist kein Schleier drüber gehängt. Und so deutlich wie dieser Titel auch ist, so deutlich sind ja auch die, wie soll ich sagen, Anleihen oder das Reizmaterial, das du dir geholt hast, in dem Fall Grafik von Waldgruppen, von Baumgruppen. Wie sind diese Werke in dieser Phase entstanden? Also du meinst jetzt die kleineren Bilder mit dem Titel Forst, genau, das fehlt ja noch. Es gibt Bilder, die heißen Maserzug, andere heißen Weißbier und einige heißen Forst. Und der Forst ist sozusagen da, wo der Maserzug herkommt. Das ist die Heimat. Also das ist der Wald, Konglomeration von all diesen Hölzern. Also da ist vor lauter Holz der Wald nicht mehr zu sehen. Und wie heißt es, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Also das bildet sozusagen den Rahmen nochmal. Aber du arbeitest ja immer wieder mit Grafikelementen, die du mit Siebdruck hineinbringst. Aber hier war es für mich schon etwas Besonderes. So wie der Titel anders ist als früher, sind auch die Zitate großflächiger und erkennbarer. Oft hast du ja andere ziemlich verfremdet. Und das finde ich einen ganz neuen Werkkomplex auch. Also das ist, wenn ich erinnere von dem Fahnenträger zum Beispiel, von Goltzius, gibt es ja in manchen Arbeiten nur große Bögen, und wer sich nicht sehr gut in der Grafik
des 16., 17. oder 18. Jahrhunderts auskennt, der wird nie drauf kommen, dass es von da ist. Hier sehen wir ja auf ganz vielen Arbeiten wirklich noch den Wald. Mhm. Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Frage. Es ist, ist keine Frage, aber das führt zu einer anderen Überlegung. Hast du ein Repertoire von Arbeiten, zum Beispiel auch von grafischen Vorlagen bei dir im Atelier, die du dann eben suchst, oder gehst du dafür ins Kabinett und sagst, ich will jetzt mehr mit Wald und Forst machen? Und machst dich dann dort in einer Institution zum Beispiel schlau? Ja, das ist mal so und mal anders. Aber also diese Forstvorlagen hier, diese Grafik ist von Stefano della Bella, also ein Radierer aus dem Barock. Und die Vorlagen stammen aus der Kunsthalle Karlsruhe, staatliche Kunsthalle Karlsruhe, wo eben im Jahr 2010 meine Ausstellung war. Und da hatte ich schon also dieses Motiv als sag ich mal, Ausgangspunkt für meine malerischen Aktivitäten genommen, habe es dann wieder verworfen. Und jetzt für diese Ausstellung habe ich es wieder aufgenommen. Also die Dateien, die hatte mir die Karlsruhe Kunsthalle zur Verfügung gestellt. Und jetzt, das war jetzt ganz konkret für diese Ausstellung. Das sind auch die neuesten Bilder und ich habe gedacht, ich brauche auch kleine Bilder hier für diese Räumlichkeiten, die ja auch einerseits große Flucken haben, aber auch wieder was Intimes und man kommt hier um die Ecke und irgendwie wollte ich nochmal was wirklich den Bildern, also es ist ja wie die Nahsicht, also die Weitsicht und die Nahsicht. Und so wollte ich das eigentlich nochmal spiegeln oder nochmal eine andere Dimension auch für die Räume, sozusagen noch eine Nahsicht, wo man ganz nahe sich ins Bild begeben kann, aber auch dann wieder die großen Maße zu, was man von Weitem sieht, das extra für den weiten Blick, die Bilder hier. Und das ist für den nahen Blick, also das Intimere. Und das ist wirklich jetzt für diesen Raum entstanden, speziell für diese Räume. Das hat ja wohl auch jeder Betrachter gemerkt. Und das ist das Charmante und Schöne an dieser Ausstellung, dass das so genau gesetzt und komponiert ist und man eben von dem Nahblick und dem Fernblick so gut wechseln kann. Aber gehen wir noch einen Schritt zurück in das Atelier. Du hast einmal gesagt, dass dir ganz wichtig ist, mit der Hand zu denken. Was meinst du damit? Also mit der Hand denken ist eigentlich so ein Kürzel dafür, dass der ganze Körper denkt. Also das Denken findet nicht nur irgendwo im Hirn statt und dann ergibt das die Synapsen irgendwelche Befehle an die Hände, sondern im Grunde genommen denkt also beim malerischen Prozess der ganze Körper mit. Natürlich auch das Auge. Es ist also nicht einfach irgendwie, ich mache jetzt das und dann führt die Hand aus, sondern das Auge sieht was und schon ist irgendwie eine Reizleitung zu einer bestimmten, sage ich mal, Tube, Dose oder zu einer Mischung hin. Also das Auge sieht das, was ich schon gemacht habe. Das sind ja immer Entscheidungen. Und weil das Auge sieht, handelt die Hand schon. Also das der Prozess auf der Leinwand findet auch im ganzen Körper statt. Das wollte ich damit sagen, die Hand denkt mit. Das sind nicht irgendwelche konzeptuellen Überlegungen oder ein Programm, was ich aufschreiben könnte und dann wird das sozusagen ausgeführt mit den Händen oder ausführen lassen. Das geht eben in meinem Fall nicht. Ich muss es selber sehen und dann ja, macht die Hand, was das Auge sieht. Oder das Auge wiegt ja auch zum Beispiel das Gewicht ab. Das Auge sieht auch, ob eine Farbe schwer ist oder leicht, ob die jetzt zart da drauf ist, nur ein Hauch. Ist eine Farbe schwer? Also die Farbe hat ja auch ein physisches Gewicht, also ganz banal gesagt. Wenn viel drauf ist, ist es meistens auch schwer. Also man darf bei dir eben nicht nur denken, schwer ist es, wenn es dunkel ist, sondern tatsächlich, wenn es ein Relief hat. Ja,
Ja, das meinte ich jetzt damit. Also wenn ich die Farben ins Atelier trage, ich bin auf der ersten Etage, dann merke ich schon, ob eine Farbe schwer ist. Und die Farbe hat ja auch ein physisches Gewicht. Es gibt ja Farben, also lasierende Farben sind leichter, auch zum Tragen, also das ist ein anderes spezifisches Gewicht. Jede Farbe hat ihr spezifisches Gewicht, aber das sind auch, die Farbe ist ja nicht nur im Auge als, kann ich sagen, also das Auge kann mehr als die Farbwerte erkennen, das Auge kann tatsächlich auch das, die Materialität, die Höhen und Tiefen, die Massen, das kann das Auge alles erkennen, ohne dass ich jetzt mit der Hand da drauf fahre. Das Auge ist wie ein Wiegeinstrument auch. Nicht nur, es ist nicht nur für die Farben und die Verbindungen der Farben, die Mischungen zuständig, sondern tatsächlich auch für die Höhen und Tiefen, für das Gewicht. Es ist ein Wiegeinstrument. Und auch die Haptik, also das Auge sieht, ob, wie gesagt, ob die Farbe glatt verstrichen ist, ob da die oben drauf gelegt wurde, ob sie verstrichen, das sieht alles das Auge. Auf die Gesamtheit einer Leinwand oder eines Holzbildes betrachtet, hast du gesagt, Farbe als dünne Haut langweilt dich. Bei dir ist ja Farbe immer ein körperliches Ereignis, die wird gestrichen und gestopft und gerupft und geknetet und gekämmt und gewellt und gelockt und in Bänder gelegt und geflochten und gekratzt. Seit wann ist das eigentlich von Anfang an in deiner Malerei gewesen, dass du so bewusst in die dritte Dimension vorstößt und Farbe eben auch als Material begreifst? Weiß ich jetzt gar nicht so seit wann. Also ich finde es eigentlich umgekehrt. Also wenn die Farbe immer nur also hauchdünn aufgetragen ist, als sozusagen eine Illusion und Illusionen erweckt von Dingen, die, es ist ja eine zweidimensionale Sache, das finde ich eigentlich eher das Ungewohnte für mich. Aber gut, ich meine, die Farbe kann halt alles, also die ist so vielfältig. Die kann ja auch mal dünn sein und mal fließen und mal pastos sein, die kann ja alles. Ich möchte es nur nicht reduzieren auf eine. Also ich möchte ihr Platz geben, um sich zu zeigen in all ihren Erscheinungsformen. Die Farbe will sich ja zeigen. Ich möchte sozusagen sie zur Sprache bringen. Und nicht auf eine, und seit wann, ich glaube immer, also das weiß ich jetzt auch nicht, seit wann. Würdest du dazu stimmen, wenn man in deine Vita guckt, könnte man ja denken, dass diese reliefhafte Malerei auch damit zu tun hat, dass du eine erste Ausbildung als Bildhauerin hast, bevor du an die Düsseldorfer Akademie gekommen bist und Malerei studiert hast. Also dass es damit zusammenhängt, dass du diese Sehnsucht nach der Dreidimensionalität auslebst und auch pflegst, mit Meisterschaft pflegst. Ja, also Bildhauerei, ja, klar, das könnte das sein, aber ich überlege gerade, also, jetzt weiß ich gar nicht, ob das die Sehnsucht ist, aber wieso soll das eine Sehnsucht sein? Ich meine, die Farbe hat ja eben diese physische Dimension, sie ist ja da. Also, Sehnsucht ist jetzt für mich was weit weg Entferntes, wo man nicht hingelangt oder irgendwann am Feierabend oder in den Ferien, aber die Farbe ist ja plastisch da vor mir, ich habe ja Töpfe im Atelier, also das ist gar keine Sehnsucht, das ist ja realisierbar alles, ist ja da. Und wenn ich es nicht machen würde, würde ich halt mich beschränken und würde, das könnte ich ja auch, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich könnte ja sagen, jetzt mache ich nur noch ganz dünne Farben. Also ich glaube, wie alle unter uns, man hat ja mehrere und viele, ein großes Spektrum. Es ist oft eine Frage der Entscheidung auch. Oder der Liebe halt, des Hingezogenseins, des Begehrens, was einem so anzieht. Ja. Aber es kann sich ja wieder ändern.
Du hast vorhin den Prozess beschrieben, dass das Auge reagiert und dann der Körper und die Hand sozusagen sofort wieder auf eine Aktion mit einer Reaktion reagieren. Welche Rolle spielt dabei der Zufall oder der gelenkte Zufall? Ja, Zufall, also eine Weile habe ich gedacht, das wäre ein Zufall, aber das glaube ich heute nicht mehr. Ich glaube, dass Zufall ist eigentlich ein anderes Wort oder ein Wort für ein Gesetz, was ich noch nicht kenne. Ich glaube, im Grunde genommen gibt es gar keine Zufälle. Also ich evoziere ja etwas und dann entsteht etwas, was ich nicht voraussehen kann. Aber ob das jetzt, also ich glaube, das ist ein Gesetz für irgend, ich weiß natürlich nicht, wie ich das jetzt, ich kann es nicht berechnen, was ich tue. Es passiert etwas, aber ich will ja, dass etwas passiert. Und dann sage ich, jetzt hat es der Zufall gemacht, aber eigentlich sind das Gesetzmäßigkeiten, nur die kenne ich nicht so im, ich kann es nicht richtig herbeiführen. Oder sagen wir mal anders, das, was passiert, ist etwas, was ich nicht voraussehen kann und auch nicht vorausdenken, aber es passiert. Und das ist ja das Spannende bei der Malerei, dass etwas passiert, was ich vorher nicht kannte. Würde ich schon kennen, besser eigentlich ein bisschen, da muss ich nur noch machen, was ich schon kenne. Aber ich provoziere ja immer Abläufe oder, sagen wir mal, Unfälle oder Aktionen, die etwas hervorbringen. Ich will ja etwas hervorbringen und einen Prozess in Gang setzen. Ich setze einen Prozess in Gang und der hat eine gewisse Eigenständigkeit. Das können wir jetzt sagen, das ist Zufall, das ist einfach ein Wort dafür, aber eigentlich ist es ein Prozess, den setze ich in Gang und da passiert etwas, was ich vorher nicht weiß. Deswegen hatte ich auch gesagt, gelenkter Zufall, ja. Weil wenn man bei dir im Atelier sieht, dass du einen großen Kran hast, dass du also offensichtlich auch diese sehr schweren, also wenn sie große Formate haben, schweren Holzbilder kippst und in unterschiedliche Positionen bringst, um eben zu einer neuen Situation zu kommen. Dazu hast du ganz viele verschiedene Instrumente und Hilfsmittel, um all diese vielen verschiedenen Strukturen in die Farbe hinein zaubern zu können. Und in einem Gespräch hast du mal gesagt, dass es da um die Transformation der Kräfte geht. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, weil bei vielen, gerade bei den Großformaten, kann man den Eindruck haben, da saust der Wind durch und es hebt einzelne Teile hoch und andere gehen nieder und es sind ja einzelne Cluster von Formen und Farbe und trotzdem sind sie immer zusammengehalten. Und ich finde, dass das deine Arbeit sehr schön beschreibt, dieser Satz, dass es geht um die Transformation der Kräfte. Ja, das finde ich schön, dass du dich an diesen Ausdruck erinnerst, Transformation der Kräfte, weil es muss ja mehr sein als nur Farbe. Es muss ja noch was reinkommen. Also wenn ich jetzt einfach die Farben nebeneinander setze oder die Farbe vermische oder die Farbe fließen lasse, das reicht ja dann noch nicht, damit das Bild zu uns allen sprechen kann. Es muss irgendwie, da muss noch was, eine Transformation der Kräfte oder es muss eine Kraft noch reinkommen. Aber wie die da reinkommt, weiß ich leider auch nicht. Also es muss irgendwie, die Farben müssen was, ja, müssen wir irgendwie eine Energie transformieren, die dann schlussendlich zu uns wieder spricht, auch zu mir, auch wenn ich es quasi evoziert habe, es muss mich ja wieder ansprechen oder besprechen. Und dass das passiert, also das ist, ich sage dann jetzt einfach mal,
aus der Kirche gegriffen. So, das ist eigentlich wie ein kleines Wunder. Es muss noch was passieren mit dem Bild. Nur die Farbe, nach, jetzt sage ich mal, jeder weiß ja nach Rezept, man macht alles richtig, aber am Schluss ist es trotzdem nicht, also sagen wir, ein bisschen langweilig. Weil das Rezept alleine reicht nicht. Es muss wie eine Transformation der Kräfte, nenne ich das jetzt einmal, oder ein Wunder, es muss irgendetwas passieren. Und es gibt Tage, da passiert halt nichts. Also, und es gibt Bilder, die werden auch nichts. Aber da gehst du dann mit der Flex dran. Zum Beispiel. Genau, genau. Ziemlich radikal. Genau. Ja, hat ja eben so gelernt. Entweder das oder halt, ja. Also ich weiß auch nicht, also es sind ja viele Künstler hier im Raum und die können das hinterher auch nochmal erläutern. Nur der Fleiß allein bringt es auch nicht. Und die Rezepte allein auch nicht. Also das, man weiß auch nicht, es müssen irgendwie noch positive Energien mitschwingen. Deswegen mache ich auch mein Atelier nicht so gerne auf. Also zum Beispiel an einem Tag der offenen Tür, also ich habe das gar nicht so gern, dann ist hinterher ist einfach die Stimmung verdorben. Ja, ist so. Ja, ist so. Wenn wir uns die großen Formate angucken, entweder hier in der Ausstellung oder auch die, die du früher schon gemacht hast, da ist für mich das Faszinierende, dass sie ja aus sehr vielen verschiedenen heterogenen Elementen zusammengesetzt sind. Ebenso, als wäre der Wind da durchgepustet und man vertieft sich, wenn man nahe davor steht, in einzelne kleine Teile und kann dann immer sehr, sehr viel über Farben und Formen erkennen. Und ich habe mich mal gefragt, ob das eigentlich auch mit dem Zustand der Welt zusammenhängt. Also deine Arbeiten sind abstrakt und du gibst ihnen in der Regel auch Titel, die eben keine Hinweise geben. Gleichwohl bist du natürlich politisch sehr wach und immer gut informiert. Du hast Radio auch im Atelier. Hat es auch mit dem Zustand der Welt zu tun? Also das Heterogene, denke ich, ja, also es sind ja, die Welt ist irgendwie auseinandergebrochen, oder auch nur fragmentiert wahrnehmbar. Also ich sehe ja nie das Ganze, ich habe keinen Überblick, ich bin verloren in den ganzen Wahrnehmungen. Gut wäre es eigentlich, wenn ich nur das wahrnehmen würde an einem Tag, was ich auch verarbeiten könnte. Das wünschen wir uns alle. Ja. Also ich denke, schon, dass ich jetzt kein zusammenhängendes in sich, sage ich mal, so ein totalitäres Bild, in dem Sinn, dass ein Gedanke ein Bild beherrscht. Das sind ja immer viele Gedanken und viele Aktionen, verschiedene Aktionen auf einer Bildfläche. Und es ist auch etwas zersplittert, das Bild. Also es finden an verschiedenen Ecken und Orten verschiedene Intensitäten statt. Und das könnte man vielleicht jetzt vergleichen mit der Weltlage. Also das geht uns sicher allen so. Wir sind ja verloren in dem. So eine Fülle auch da. Und gleichzeitig sind so viele verschiedene Möglichkeiten auch. Und das ist dann schwierig, sich zu entscheiden auf eines. Ja. Also ich sehe deine großen abstrakten Arbeiten schon als Reflexe eben auf den Zustand der Welt, ohne dass sie eben tagesaktuell oder so wären. Du hast einmal gesagt, Bilder sind Ausdruck des Begehrens. Wonach? Nach mehr. Nach mehr.
Von was? Mehr Lebensintensität. Mehr Lebensintensität, mehr eigenes Leben zum Ausdruck bringen. Und das hört nie auf. Es gibt kein richtiges. Es sind ja immer nur Aspekte. Mehr vom eigenen Leben eine Form bringen für das eigene Lebensgefühl, für das eigene Leben, für das eigene Erleben, für das eine Form finden. Und das ist nie endlich, das ist unendlich, das ist nicht endlich, das kommt jeden Tag wieder was dazu. Mehr Leben, mehr intensives Leben zum Ausdruck bringen. Diese deine Haltung und deine Art, so einzigartig mit der Farbe auch umzugehen, hat ein Museum in Thüringen, das Altenburg-Museum, dazu, nein, das Lindenau-Museum in Altenburg, dazu bewogen, dir den Gerhard Altenburg-Preis 2017 zu verleihen. Weil ich nicht genau weiß, ob alle sich ein Bild von diesem Museum machen können, würde ich gerne ein paar Worte dazu sagen. Ich saß nämlich vor ein paar Jahren, bis vor 5 Jahren, dort in dem Kuratorium und habe seit meiner Studienzeit eine stille Liebe zu diesem Ort Altenburg. Das sind 60 Kilometer südlich von Leipzig, liegt aber schon in Thüringen. Das ist eine wunderschöne Kleinstadt, die aus dem 18. Jahrhundert ein Museum hat. Es ist ein Goethe-Zeitgenosse Lindenau, der es gegründet hat und der ein ganz großer Sammler war. Und er hat Skulpturen gesammelt, er hat etruskische Keramik gesammelt, Grafik, Bücher, zeitgenössische Kunst. Und in diesem wirklich ganz fabelhaften Museum gibt es seit 20 Jahren alle 2 Jahre den Gerhard Altenburg-Preis. Er wird verliehen. Cy Twombly hat ihn bekommen, Roman Opalka hat ihn bekommen. Auch die Ostdeutschen Karl Friedrich Klaus und Morgner haben ihn bekommen. Und dieses Jahr ist Pierre Fries die Auserwählte. Im November wirst du diese Ausstellung eröffnen. Was hast du dort vor? Neue Arbeiten. Schön. Wieder was anderes. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich da auserkoren wurde. Und ich möchte also mich auf die Radierungen von Goltzius, das hatte ich schon mal gemacht. Und da wollte ich den Faden wieder aufnehmen und mich mit den Stürzenden, Sie kennen vielleicht diese Radierungen, die 4 stürzenden Männer, also aus der griechischen Mythologie, die aus dem Himmel gestürzt werden oder weil sie irgendwelche Untaten begangen haben oder Unvorsichtigkeit oder zu stolz waren, werden sie aus dem Götterhimmel herauskatapultiert. Und der Goltzius hat das in wunderbarer Weise, also mittels seiner Radiertechnik dargestellt, perspektivisch wahnsinnig gekonnt. Aber mir geht es jetzt nicht um die Technik oder so, sondern also einerseits habe ich eine Verehrung für diese künstlerische hohe Können und Ausdruck. Eben, das ist ja auch ein Ausdruck, was ich vorher meinte. Es geht ja auch darum, um Ausdruck an eigenem Leben oder Erleben. Und das sind für mich Bilder, ja, es ist die Existenz des Menschen zwischen Himmel und Erde, dieses nicht zu Hause sein, dieses in der Schwebe sein, nirgends richtig sein, verloren sein. Dafür hat er ja ein Bild geschaffen. Und das ist auch, also ich versuche diesem seinem Bild nochmal mein Bild, nochmal für mein Lebensgefühl einen Ausdruck zu verleihen. Man kann ja sagen, alles war schon mal da und wieso sollen wir das nochmal tun? Die Künstler haben das schon alles so gut gemacht. Man muss gar nichts mehr dazusetzen. Außerdem waren die sowieso besser als ich. Ist ja klar. Also das ist mir schon klar. Ich will mich auch nicht messen.
Aber nochmal, das ist ein Lebensgefühl, was wahrscheinlich er damals auch erfahren hat und für uns heute immer noch relevant ist. Ich muss ihm nochmal meine Form geben. Es reicht nicht, dass er diesem existenziellen Verlorensein eine Form gegeben hat. Ich muss ihn nochmal frisch und neu, ich muss ihn nochmal neu machen. Und damit möchte ich mich jetzt, also damit werde ich mich auseinandersetzen, aber ich hoffe, dass mir einiges, dass ich da auf eine Fährte komme. Und das ist jetzt nur mal der Anfang. Das führt vielleicht dann woanders hin. Aber damit fange ich an. Oder habe ich schon angefangen? Die Himmelsstürmer sind ja auch ein Bild für unser aller Geworfenheit oder eben fragile Existenz, aber darüber hinaus ja auch eben ein Bild für die künstlerische Existenz und das Risiko da drin. Ja, also sehe ich auch so. Ich meine, der Künstler ist ja auch exemplarisch oder jeder Mensch kennt dieses Gefühl, meine ich, grundsätzlich. Aber wir äußern sonst nicht, die eben nicht Künstler sind. Also insofern hast du schon recht, dass es exemplarisch ist, weil wir behalten es ja für uns oder träumen dann. Ich glaube schon, dass die Literatur voll davon ist. Klar, aber wir sind ja keine Literaten. Diese Kunst lesen, in Konzerte gehen und in Ausstellungen gehen. Aber wir sind ja alle auch Betrachter, ob wir jetzt, also die einen machen was, aber alle betrachten auch. Wir nehmen ja auch Bilder, sei es jetzt eben auch durchs Lesen, durch den Film, durch den Bildern. Das ist ja ein Bild, also es ist ja ein Geben und Nehmen. Es ist nicht nur für den Künstler, es ist eigentlich das Menschsein im Allgemeinen. Das Geben und das Nehmen führt mich dazu, dass vor einiger Zeit hier in diesen Räumen ja ein Konzert, eine Uraufführung stattgefunden hat. Da hat ein Künstler, ein Musiker und Komponist auf deine Bilder reagiert. Vielleicht war der eine oder andere ja auch da gewesen. Worin hast du Parallelen entdeckt bei dem Konzert zu deinen Bildern? Also ich bin jetzt keine Synästhetikerin, bin ich nicht. Also ich sehe jetzt, wenn Musik gespielt wird, sehe ich keine Farben, leider, wäre schön. Also sehe nicht, dass dann Entsprechungen in verschiedenen Farben. Aber was ich gehört habe, er hat ja verschiedene Stimmen aufgenommen. Das Cembalo, und dann hatte er sein eigenes Cello gespielt zu den vorher aufgenommenen Stimmen. Er hatte die Blasorgel dabei, er hatte die Säge dabei, und so sehe ich jetzt eine Parallele, dieses Mehrstimmige. Mhm. Dass eben mehrere Stimmen gleichzeitig an einem Bild, aus einem Bild heraus sprechen, wie die Musik dann auch den, getönt hat. So dieses Mehrstimmige gleichzeitig den verschiedenen Stimmen ein Eigenleben zugestehen. Und trotzdem kommt es irgendwo zusammen, aber sie verlieren, also sie dürfen ihre eigene Stimme zum Ausdruck bringen. So habe ich es gehört oder empfunden. Ja. Und dann natürlich die Säge. Ich meine, wenn man jetzt schon von Maserzug und so spricht, und er hat ja dann die Säge zum Klingen gebracht, das war dann ein 1:1 Antwort auf die Bilder. Ja, die singende Säge war sensationell. Ja, war sensationell, ja, aber hat mir sehr gut gefallen. Ja, schön. Aber ich meine, es ist eine Ehre eigentlich für mich, das muss ich jetzt auch mal sagen, dass ein junger Komponist aufgrund dieser Ausstellung komponiert hat. Also es war eine totale Ehre, ich habe es genossen, das ist wunderbar. Und ich freue mich, wenn also die haben das Rekord, also eine, vielleicht gibt es eine CD hinterher, es ist noch nicht spruchreif, aber ich freue mich sehr. Mhm.
Ja, es passiert das war ja jetzt auch nicht so viel. Also er hat ja die Ausstellung gesehen und kam dann bei der Eröffnung auf die Idee. Das ist also ein Geschenk, finde ich toll.